Hallo miteinander und Shakes, Achtung und herzlich willkommen zu Let's Play Braid. Ja, ein neues Projekt von mir und zwar ist es ein Indie-Game. Vielleicht kennt ihr ja oder ich nehme mal an, ihr kennt Limbo von Thiago, den er gespielt hat. Und ich würde sagen, es ist ein bisschen ähnlich, es hat gewisse Ähnlichkeiten. Also abgesehen davon, dass es ein Indie-Game ist, ja, ist es halt auch so ein Jump'n'Run und ein bisschen überlegen und vor allem hauptsächlich, muss ich sagen, überlegen. Ihr werdet es dann auch sehen und zwar kommt jetzt am Anfang kurz ein Prolog. Also einfach so ein bisschen Geschichten bei all diesen Büchern und die lese ich einfach kurz vor, damit ihr das nicht mehr machen müsst. So. Tim hat sich aufgemacht, die Prinzessin zu retten, die von einem schrecklichen und bösen Monster entführt wurde. All das geschah, weil Tim einen Fehler gemacht hat. Und nicht nur einen. Er hat in ihrer gemeinsamen Zeit vor all diesen Jahren eine Menge Fehler gemacht. Die Erinnerungen an ihre Beziehung sind ganz verworren oder komplett ausgelöscht. Doch eine bleibt ganz deutlich. Das verächtliche Schwingen ihres Zopfes, als sie sich von ihm abwendete. Er weiß, dass sie versucht hat, ihm zu verzeihen. Doch wer kann einfach so darüber hinwegsehen, belogen und hintergangen worden zu sein? Durch einen solchen Fehler wird eine Beziehung unwiderruflich verändert. Selbst wenn wir aus unseren Fehlern gelernt haben und diesen nie wieder begehen würden, die Augen der Prinzessin verengten sich. Sie wurde noch abweisender. Diese Welt, in der die Frage nach dem Schuldigen so wichtig ist, hat uns gelehrt, mit Verzeihung zu geizen. Wenn wir zu schnell vergeben, sind wir sehr verletzbar. Aber wenn wir aus einem Fehler gelernt und uns gebessert haben, sollten wir dann nicht dafür belohnt werden, anstatt weiter für den Fehler bestraft zu werden? Was wäre, wenn es in unserer Welt anders zugehen würde? Angenommen, wir könnten ihr sagen, ich habe das gerade nicht so gemeint. Und sie würde sagen, schon gut, ich verstehe das. Und es wäre so, als hätten wir es nie gesagt. Wir könnten den Schaden rückgängig machen und hätten doch daraus gelernt. Tim und die Prinzessin weilen im Schlossgarten, lachen zusammen und denken sich Namen für die bunten Vögel aus. Ihre Fehler bleiben voreinander verborgen, sicher versteckt in den Faltenwürfen der Zeit. So, ihr seht, es ist ein bisschen poetisch oder wie auch immer geschrieben. Und es geht eben um den Tim hier, der seine Prinzessin sucht, weil sie von einem Monster entführt wurde. Ich würde sagen, da kennen wir doch von irgendjemandem. Ich wollte jetzt nicht sagen, super, so Mario oder so, aber eigentlich schon. Ja, es ist halt so eine kleine Hommage an Mario. Irgendwie, also ja. Weil es hat ja wirklich das genau gleiche Prinzip. Ich meine, bei Mario musst du auch dich durch die Welt durchdingseln und Gegner bekämpfen, weil wo auch noch werden kommen. Aber es hat trotzdem einen Unterschied. Und zwar werde ich euch den nachher gerade noch zeigen. Ihr habt es gerade gesehen, so ein Puzzleteil gewesen. Die sind auch ein wichtiger Bestandteil vom Spiel. Und zwar Man muss sie nicht sammeln, aber es macht das Ganze noch interessanter und herausfordernder. Und ich hoffe, ich werde alle schaffen zu sammeln. Also da gesehen, ist das nicht so wirklich herausfordernd gewesen. Oh shit. Wir müssen auf das Tierli gumpen, was immer das soll sein. Und da muss man jetzt auf 2 springen. Wow, shit. Damit wir das Ganze schaffen, den Sprung. Und eben das erste Level, das ist also nicht eine grosse Herausforderung. Was ich noch muss sagen, ist, dass ich das Demo gespielt habe, nur so, damit ihr jetzt nicht denkt. Wieso kann das alles? Okay, das war wirklich eine grosse Herausforderung. Shit. Jetzt kann ich auch den Unterschied erklären, und zwar, wir lernen aus unseren Fehlern genau. Ihr habt es gerade gesehen, es ist nicht so, dass ich sterbe und irgendwann am Checkpoint wieder neu anfange, sondern es ist eben so gemacht, dass man eine Zeit zurückspulen kann. Und das ist etwa der Grund, wieso dass ich das Spiel überhaupt spiele, weil das einfach. Es ist mal etwas völlig anderes, nicht so wie die normalen Spiele, wo man eben immer bei einem Checkpoint wieder anfängt und ja, es ist halt auch ein bisschen langweilig ist irgendwie mit der Zeit. Und da seht ihr jetzt am Ende von jedem Level oder Welt, bin mir jetzt nicht ganz sicher, hat es so ein Puzzle-Ding, wo man zusammensetzen kann oder fängt an. leider bin ich dem nicht so, ist nicht so meine Stärke. Ich werde aber trotzdem versuchen, mein Bestes da natürlich zu geben. Wow. Easy.
Das kommt sicher noch nie nicht her, weil das passt nicht wirklich irgendwie. Aber da könnte man noch nicht. Warte. So, hä? Hey. Jupp. So. Genau. Das kommt. Oha, easy. So, jetzt fehlen uns aber noch ein paar. Die müssen wir noch zusammen sammeln. Und falls euch jetzt fragen, wie dass ich die zwei hier bekomme, die können wir dann erst holen, wenn wir später wieder daher kommen. Und ich kann euch nur sagen, ich habe ewig gebraucht, bis ich die hatte. Wirklich ewig. Weil das ist so. Es ist eben so, man muss völlig über das normale Denken rausdenken, wenn man das so sagen kann. Also, der darf übrigens neu töten. Man muss nicht einfach nur denken, wie komme ich jetzt dazu, kann ich irgendetwas holen oder kann ich auf irgendetwas zukommen, sondern man muss auch ein bisschen auf seine Umwelt und auf das Zeug achten, was so, oh shit, um sich herum ist. Und das war ein bisschen schwierig und viel Zeit gebraucht, bis ich das hatte. Da seht ihr gerade, ich muss alle töten, bis ich hier die Türen unlocken kann. Und ihr habt vorher gesehen, dass ich da der andere, das andere Ding dort und am Leben gelassen habe. Weil sonst wäre ich da gar nicht rübergekommen. Und die Titel am Anfang haben ja auch immer so ein bisschen Hinweise. Also das ist auch noch etwas, wo man sich drauf sollte achten sollte. Oh, genau, da muss ich jetzt dem helfen, dass er nicht uns Führung geht. Oh, jetzt muss ich aber im richtigen. Ach, das war der ganz richtige Moment gewesen. Jetzt so, sollte ich es knapp noch schaffen. Eben, ich habe es schon gespielt, das Demo, also von dem her müsst ihr nicht euch fragen, wieso dass ich das schon kann. Oh, so. Moment, so. Das war gerade ein Teil von der Lösung gewesen, damit man nachher dort die anderen zwei kann holen kann. Das werdet ihr aber noch früh genug erfahren. Also, es ist wirklich schwierig. Und ja, ich habe ewig gebraucht, bis ich es hatte. Hier kommt es jetzt eigentlich nur auf Timing drauf an, wie bei jedem anderen Puzzle-Game eigentlich. So, genau. Und das hier unten ist jetzt ein bisschen schwieriger. Genau, wegen dem. So. Aber ihr seht, es ist kein Problem, weil man immer zurück kann. Moment. Ich werde glaube so einen Death-Counter machen, wo ich einfach immer unten anzeige. Also ich muss noch schauen, ob ich das mache. Und so unten immer anzeigt, dass ich insgesamt schon gestorben bin und in dem Let's Play schon. Wäre noch interessant zu wissen. So, jetzt haben wir hier in diesem Level alle Puzzleteile geholt. Perfekt. Und ja, ich würde mal sagen, Mario. Kennen wir auch so Pflanzen rauskommen. Und natürlich Schloss mit der Fahne, die man aber holt. Ja, da kennen wir also alles schon so. Jetzt gesehen haben wir hier die neue Welt, also Welt 3 haben wir angelockt. Die habe ich jetzt noch nie gespielt. Und wir haben hier weitere Puzzleteile noch. Aber noch egal, nämlich diese zwei fehlen uns noch. Ich muss schon schauen, wie kommt ich da hier. So. Nein. Nope. Wie gesagt, ich bin nicht wirklich stark in Puzzleteilis. Also das könnte ich da mal ein bisschen. Ah, da kommt sicher da. Nein, nicht wirklich. Ah, vielleicht muss ich das offensichtlicher zuerst machen. Ja, jetzt sieht es schon ein bisschen anders aus, das Ganze. Nein, warte, jetzt da kommt das. Nein, da kommt wahrscheinlich da. Das da. Das da. So, jetzt kommen wir der Sache ein bisschen näher. Und das kommt natürlich daher, so. Und jetzt kommt der Teil, wo ich wirklich daran verzweifelt bin. Nämlich die zwei restlichen. Du musst den Schluss geholt, die zwei restlichen Puzzleteile. Also ich muss wirklich sagen, da wäre ich fast über. Also ich hätte es schon fast aufgegeben. Da hätte ich gedacht, nein, kann es nicht sein, dass ich da nicht schaffe. Den müssen wir nämlich auch wieder am Leben lassen. Und das erste ist eigentlich einfach. Moment, das hätte ich jetzt doch da hätte ich machen müssen.
Ihr seht auf dem Bild, hat es einen Bruck hier. Und als ich einmal einfach so extrem lange da drauf geschaut habe, weil ich einfach gedacht habe, was soll da, ist mir so aufgefallen, dass sie ja eigentlich eine gewisse Ähnlichkeit hat. Und dann habe ich gedacht, ja okay, da kann sie aber fast nicht sein, dass ich jetzt die Brücke hier muss hierher setzen. Aber wenn wir jetzt das rückwärts abspulen und wieder da oben gehen, dauert jetzt ein bisschen, weil es alles rückwärts abspult. Dauert jetzt gerade extrem lang. Dauert jetzt gerade grausam lang. So, jetzt. Ihr seht, wir können hier drauf kumpeln. Und ich wäre also wirklich fast verzweifelt, bis ich da gehabt habe. Und als ich das gefunden habe, habe ich einfach nur gedacht, holy shit. Wirklich, ey, also das ist extrem. Und mit diesem war es nachher eigentlich dann ziemlich klar gewesen auch. Und dann wir auf Escape. Da muss man eigentlich nur noch anpassen. Und jetzt kommt er da drauf. Jetzt machen wir es weg. Jetzt geht er runter und läuft dort hin. Und schon haben wir das nächste Puzzleteil. Ja, so simpel, aber du musst zuerst mal darauf kommen, dass du die Technik kannst für das benutzen. Also ja, es hat schon eine gewisse Herausforderung hinter sich. Das haben wir jetzt eigentlich alles. Mache ich sie halt noch mal kurz. Schadet ja auch nicht. Oh oh. So. Da können wir ganz schön hin. Oh, oh, perfektes Teil. Hoffentlich kommt jetzt nicht alleine. So, wir müssen hier schnell aussteigen. Und jetzt kommt die Welt 3. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was mich dort, was mich dort erwartet. Also, bis jetzt hat es mich auch schon. Also, eben die Stelle mit den zwei Puzzleteilen hat mich also ehrlich gesagt schon ziemlich herausgefordert. Also, ich hoffe, es, okay, es wird mit grosser Wahrscheinlichkeit schwieriger, aber ich probiere mein Bestes, sagen wir es mal so. So, Welt 3. Let's start. Ja, da haben wir wieder etwas zum Lesen. Lese ich da wieder kurz vor. Vor all diesen Jahren hatte Tim die Prinzessin allein gelassen. Er hatte sie in den Nacken geküsst, seine Reisetasche genommen und war zur Tür hinausgegangen. Das bedauerte er, zumindest zum Teil. Jetzt hat er sich auf die Suche nach ihr gemacht, um ihr zu zeigen, dass er weiß, wie traurig es war, aber auch um ihr zu sagen, dass es auch etwas Gutes hatte. Lange Zeit dachte er, sie beide würden die perfekte Beziehung führen. Er war der starke Beschützer und hatte sich von seinen Fehlern verabschiedet, um der Prinzessin nicht zu schaden. Doch auch ihr gelang es, ihre Fehler im Zaum zu halten und ihm so zu gefallen. Doch sich ganz der Behaglichkeit eines Lebens zu zweit zu überlassen, hat tiefgreifende Konsequenzen. Um dir gänzlich zu gefallen, muss sie dich in jeder Hinsicht verstehen. Damit bist du ihren Erwartungen und ihrem Zugriff ständig ausgeliefert. Ihr Wohlwollen hüllt dich ein, und das, was du im Leben erreichst, wird nicht über das hinausgehen, was sie für dich vorgesehen hat. Tim wollte nicht beeinflussbar sein. Er brauchte die Hoffnung auf Transzendenz. Er musste manchmal gegen die Fürsorglichkeit der Prinzessin immun sein. In der Ferne sah Tim ein Schloss, dessen Fahnen wehten, selbst wenn der Wind sich gelegt hatte und in dessen Küche das Brot stets warm war. Ein kleines bisschen Magie. Ja, also es ist wirklich poetisch geschrieben, sagen wir es mal so. Und wird aber sicher noch interessant werden. Da haben wir jetzt gerade eine Tür. He? Und der hat den Schlüssel, da würde ich sagen, holen wir den Schlüssel mal. Und gehen zu dem Moment. Kommen wir jetzt zu der Tür rüber. Neue Überlegung, wir müssen uns da etwas anderes überlegen, wie wir den Schlüssel bekommen, ohne dass wir... Warte jetzt mal. Wie, wir haben den Schlüssel noch? Aha! Oha! In dem Fall sind die Gegenstände, die so glitzern, sind einfach nicht beeinflussbar von der Zeit. Muss ich mir merken. Also das heisst, die verändern sich nicht mit der Zeit und holy shit, Mensch, Schlüssel, Mensch, Schlüssel, Mensch, Schlüssel, Mensch, Schlüssel. Was? Was? Das schaffen wir ja nie! Ah. Doch. Ah. Ich habe so viel zu merken. Ist ja eigentlich klar, dass ich jetzt eben den Schlüssel wieder behalten habe. Aber schon fett. Und vielleicht hätte ich mich auch für den Titel ein bisschen müssen. Ach, der hat sie gesagt, fort und zurück. Muss einfach her und wieder ab. So.
So haben wir das auch geschafft. Und was wir auch geschafft haben, ist 15 Minuten. Anders gesagt, meine Zeit ist vorbei. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, ciao zusammen.